Und da ist sie. Guten Morgen, Beatrice Guten Egli. Guten Morgen. Oder wie Oma und Opa Egli sagen, Driesel. Driesi, genau. Woher kommt der Spitzname? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das ist, seit ich denken kann, Papa nennt mich Driesi. Und wenn sie rufen, gibt es öfters mal Driesi, Zwergli. Ja. Ja. Zwergli auch? Ja. Bist du die Kleinste? Du hast ja drei Geschwister. Ja, wir sind alle größer geworden als ich. Ja. Tatsächlich bin ich zwar eigentlich nicht die Jüngste, aber die Kleinste. Ja. Wie nennen sie dich denn, oder wie haben sie dich damals genannt, wenn du mal nicht brav warst? Weil Driesi klingt sehr niedlich. Hieß es dann Beatrice? Schon, ja, genau, so Beatrice. So richtig, Beatrice. Guckt denn die Familie heute zu, da stehen die schon in der Metzgerei bzw. mit dem Catering beschäftigt? Weil ihr habt eine Metzgerei, ne? Das stimmt, und Catering. Und die kochen jetzt schon fleißig. Aber Oma und Opa schauen ganz bestimmt zu. Da bin ich mir sicher. Wie begrüße ich denn Oma und Opa, damit ich mich nicht total blamiere auf Schweizerdeutsch? Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Oma und Opa Egli. Sie heißen auch Eglis, oder? Genau. Sind das alles Eglis genau. bei euch? Genau, alles Eglis bei uns. Wenn du wohnst ja auch wieder in der Nähe zu Hause. Ne? Ja, genau. Nachdem du ja erstmal deine Wohnung aufgegeben hast. Mhm. Du warst ja in Australien, da sprechen wir nachher noch genau. drüber. Hast dir eine Auszeit gegönnt. Wenn du mal zu Hause bist, hilfst du denn ab und zu noch aus beim Catering oder in der Metzgerei? Oder bist du freigestellt, weil du sonst genug Stress hast? Also ich helfe tatsächlich nur bei einem und das ist beim Ausessen. Von den Resten mehr, ehrlich gesagt, nicht mehr. Also ich darf wirklich sagen, ich darf nach Hause kommen und Schwester sein, Tochter sein, Enkelin sein. Und das tut auch ganz schön gut. Und ich finde, die machen das großartig, meine Familie, und brauchen meine Hilfe auch nicht mehr. Die sind einfach selbstständig auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig gewesen. Also nach dem Sieg bei DSDS vor vielen Jahren war das ganz klar, dass es halt jetzt, die machen auch ihr Leben und haben ihr Leben und viel zu tun. Und wenn wir uns sehen, ist das privat und das genieße ich natürlich auch. Das heißt, die prominente Beatrice Egli färbt nicht ab auf die private Familie Egli. Also es gibt jetzt keine Beatrice Egli Bärchenwurst in der Metzgerei oder sowas. Nee, tatsächlich nicht, nein. Also das gibt's nicht. Es gab mal, am Anfang gab es so eine Teigtasche mit Füllung drin, die ich sehr, sehr mag. Aber das ist immer noch der Renner, das sind Bullebrüschli im Teig, heißen die. Wie, Bulli? Bullebrüschli im Teig. Bullebrüschli, was ist das? Das ist eine Hähnchenbrust im Teig mit einer Käsefüllung, also sehr, sehr fein. Das gab es tatsächlich und ist immer noch der Renner, aber ansonsten, ich muss echt sagen, die machen das großartig. Ich bin Tochter, ich darf da selber sozusagen Kunde sein und... Ja, mein Bauch. Ah, du zahlst aber nicht, oder, wenn du da isst? Nee, das nicht. Noch nicht, wer weiß. Also bei uns bist du heute auch Gast, du musst dich um nichts kümmern. Also ich freue mich sehr auf das Frühstück. Also ja, alles, was ich brauche, ist auch da an Frühstück. Und die Bratwurst, weil Wurst haben wir hier keine. Um die kümmert sich später Mario Kotaska. Das klingt also auch dafür haben wir gesorgt. Lecker. Ja. Wenn Sie Fragen haben an Beatrice Egli, sehr gerne unter vollekanne@zdf.de. Das wäre dann die E-Mail-Variante. Oder Sie posten unter unser Volle Kanne Facebook-Video, das wir gerade eben hochgeladen haben. Wir brunchen auch gleich weiter mit dem Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli.